Hallo Rosemarie. Hallo Katrin. Schön, dass du wieder da bist. Was hast du denn heute mitgebracht? Ich habe da heute zwei alte Bibeln. Mhm. Die Bibeln von meinen Großeltern, mütterlicherseits und väterlicherseits. Oh, das ist aber interessant. Und wo die gestorben gewesen sind und die Bibeln, also wo man ausgeräumt hat. Und dann habe ich gesagt, doch, also die schmeißt man nicht weg und habe die Bibeln mitgenommen. Mhm. Und es ist hochinteressant, was man da alles lesen kann. Also die haben arg viel hinter reingeschrieben. Mhm. Das wird halt gar nicht mehr ganz so praktiziert. Gemacht. Macht halt keiner mehr, gell? Nein, also auf jeden Fall. Da sind sogar also die Eltern von meinem Großvater sind erwähnt und von der Großmutter. Mhm. Ist alles also aufgeschrieben und auch die Familienchronik natürlich und die ganzen Kinder. Früher sind ja immer, haben sie ja immer mehr hintergeht, wie es heute ist. Ja. Also zum Beispiel, das ist von meiner Großmutter mütterlicherseits. Wie hat die den Kaiser? Adelhelm, ja. Haben die Kaiser. Und sie ist von Mundelsagwehr, geborene Freihofer. Mhm. Ja. Der Paul Gustav Adelhelm, Gipser in Ottmarsheim, geboren am 1.7.1867. Mhm. Und Marie Wilhelmine, geborene Freihofer, also ist geboren in Mundelsa am 24. Oktober 1976. Mhm. Also die Kinder, da ist nur eins, zwei, drei, ist also aufgeschrieben. Mhm. Der erste ist der Paul Christian. Mhm. Der ist am 10. Januar 1900 geboren. Und der zweite ist Karl Gustav W. Der ist 1901 geboren. Aber der ist auch bald gestorben. Aber das kommt noch auch irgendwie. Da gibt es extra Seite für Sterbefälle. Für Sterbefälle, ja. Und die Pauline Friedrige ist das dritte Kind gewesen. Und der Emil Gottlob ist also am 13. Mai 10 geboren. Mhm. In Fellbach ist er zuletzt noch Bürgermeister gewesen. Aha. Und hat dort auch ein Haus gebaut, hat auch zwei Söhne noch gehabt. Aha. Kennen wir da einen davon? Der Manfred Adelhelm. Ah, den könnt ihr mir ja grüßen. Den können wir grüßen. Und der Rüdiger, aber der ist schon gestorben, also der Jüngere. Aber der Manfred, der ist ja auch immer bei den Adelhelmstreffen und so. Mhm. Und dann ist das Frieda Luise, das ist also meine Mutter noch gewesen. Und dann ist noch ein Karl Ernst geboren, als sechstes Kind. Und der ist also an der Konfirmation von meiner Mutter ist der getauft worden. Ach. Das ist also so ein bisschen ein Nachziegler gewesen. Da haben sie zwei Feste auf einmal gefeiert. Da war so ein doppeltes Fest. Der ist noch im Krieg gefallen. Hm. In der Ostfront ist der gefallen. Ach, das ist traurig. Da sind viele gefallen. Ja. Und die andere Bibel? Und die andere Bibel ist also die Bibel von meinem Vater. Und das ist also auch... Da ist ein Foto von da drinnen. Da hat es Foto, ja. Ja, zeig mal. Aha. Als Soldat vom Ersten Weltkrieg. Mhm. Also da ist mein Vater noch gewesen. Mhm. Und Gottlob, also da ist mein Vater. Auf dem Bild ist mein Vater. Das ist ja ein lustiges Bild. Ja. Das ist der links am Tisch sitzt. Ja, und das ist also ein gesegneter Andenker. Ja. Und die kirchliche Trauung, also das ist eben mein Vater, seine Eltern haben am 24. August 1889 geheiratet. Der ist von Mundelsagwee. Mhm. Der Daniel Fink. Ja. Und also die Eltern ist Johann Christian Fink gewesen und Dorothea Fink, also nicht. Und von der Hausmutter, also das ist ja Christian Stengwe, also und Caroline Rosine, geborene Adelhelm. Auch Adelhelm. Und durch das sind wir also mit der Adelhelm von der Fink aus und von der Adelhelm aus verwandt.
Wobei da drei Generationen dazwischen liegen. Ja. Also das war nicht eng verwandt, sondern nein, schon. Also das sind meine Eltern, haben das auch erst da noch gemerkt, dass sie noch fünf oder sechs Glieder ja miteinander verwandt sind. Das haben sie vorher gar nicht gewusst. Das ist also noch ein riesengroßer. Das sind 11 Kinder, haben die gehabt. Oha, das war ein Haushalt. Pauline, die Älteste, die hat auch lang gelebt. Und war das Tote Peile? Tote Peile, ja. Also das ist bei uns alle Tote Peile gewesen. Nicht verheiratet gewesen, die ist viel bei uns gewesen. Mhm. Und dann ist ein Karl Alfred gewesen, Christian Friedrich hat auch eine geheißen und Bertha Rosine, das ist Gimmrig, die hat eine Gimmrig geheiratet. Mhm. Und dann ist der Albert Friedrich und das ist also, der Onkel Albert ist auch bekannt gewesen. Aha. Und in drei Mädler geht und die Mädler leben alle noch. Das ist Helga, die heißt jetzt Lauer. Und dann ist Ruth hat der Sorg geheiratet, aha, der lange ja der Landesbischof gewesen ist. Und Gudrun hat auch einen Pfarrer geheiratet und die lebt heute noch in Affalterbach dahinter. Aha. Genau, und heißt jetzt Vogt. Ja, und also das sind Kinder noch vom Albert gewesen. Die grüßen wir alle. Und dann ist, ja, und dann ist der August Daniel, und das ist also mein Vater ja gewesen. Der. Und der Gottlob Wilhelm, der ist auch gefallen im Ersten Weltkrieg. Mhm. Und dann der Ernst, der ist, hat, also den haben wir auch noch, wenn ich auch noch kennt, der ist Förster gewesen im Schwarzwald. Dann ist noch Anna da gewesen. Und die ist also daheim gewesen und hat ihren Vater versorgt, weil die Mutter ist bald gestorben. Mhm. Und die hat ihren Vater versorgt und die ist also auch nicht verheiratet gewesen. Ja, also da kann man aus der Familienbibel einiges. Kann man das alles nachlesen? Ja, also das war damals eine schöne Tradition, dass man da einfach alles Wichtige aufgeschrieben hat. Ja, alles aufgeschrieben worden ist. Alles dokumentiert. Und da ist zum Beispiel, da hat sie reingeschrieben, Patenkinder. Ja. Es sind also 4 Patenkinder reingeschrieben. Ja. Und die Sterbefälle, das hat sie auch alles aufgeführt. Also das ist ja alles so lang her, das können wir uns fast nicht vorstellen. Ja, und man muss auch so gucken, weil ich alles Deutsch geschrieben. Ja. Die haben ja dort das alles so in Deutsch geschrieben. Das war aber damals normal. Ist ja also so interessant, wenn man so alte Bibeln da durchliest und so die Verwandtschaft, also die Altverwandtschaft kennenlernt. Da kriegt man richtig einen Draht dazu, gell? Doch, also das ist schon interessant. Danke, dass du das mit uns teilt hast. Tschüss. Tschüss. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann gucke doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.